Ja, Gott spricht auf viele verschiedene Arten und Weisen. Er spricht auch, wenn wir beten hier zusammen, die Gebete, die wir sprechen, durch den Heiligen Geist inspiriert, sie weisen uns manchmal auf etwas hin. Es ist tatsächlich so, Gott kennt uns, so wie der Bruder gebetet hat. Gott kennt jeden Einzelnen von uns. Die tiefste Finsternis durchdringt sein Licht. Er schaut hinein in unser Elend bis in die tiefsten Tiefen. Er versteht auch alles, den tiefen Grund unseres Elends, unserer Not. Und selbst wenn wir selbst das nicht begreifen, wenn wir das selber nicht sehen, wenn wir ja nicht erkennen, wie dunkel es in uns ist, so weiß er doch, was in uns ist. So kennt er uns, jeden einzelnen Menschen in seiner tiefen Verlorenheit. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir Menschen Gott nicht kennen. Wir kennen Gott nicht. Er ist für uns verborgen, ein verborgener Gott. Du kannst ihn nicht erkennen. Du kannst ihn nicht ergründen. Du kannst ihn nicht begreifen. Du kannst ihn nicht verstehen. Wenn du hin und wieder das Gefühl hast oder vielleicht sehr stark das Gefühl hast, ich kann Gott nicht greifen, ich kann ihn nicht begreifen, ich kann ihn nicht erkennen, ich kann ihn nicht verstehen, ich kann ja, ihn nicht hören, nicht sehen. Das ist ganz normal. Das ist nichts Unnormales. Wir Menschen können es nicht. Wir können ihn nicht verstehen. Aber weil er uns kennt und weiß, dass der tiefste Grund unserer Verlorenheit, der tiefste Grund der Finsternis auf dieser Erde, das ist, dass uns das Licht fehlt. Und er selbst, er ist das Licht. Deswegen ist er gekommen in unsere Finsternis hinein, um sich zu erkennen, zu geben. Damit wir ihn kennenlernen können, ist der Mensch geworden. In Jesus Christus ist er zugänglich geworden. Er offenbart sich, er gibt sich zu erkennen. Und wie ist das, wenn du jemanden kennenlernen willst? Du musst ihm zuhören, was er zu sagen hat, über sich selbst und über das Leben. Wenn du Gott kennenlernen willst, und das ist ein Lied, was wir schon lange oder was es lange gibt, was wir früher immer wieder gesungen haben, vielleicht singen wir es auch ab und zu mal heute. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Und das eine fließt aus dem anderen. Wenn ich Gott mehr kennenlerne, dann lerne ich ihn mehr lieben. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Und das, was daraus fließt, ist, ja, weil ich ihn so liebe, möchte ich so werden wie er. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte ihm dienen. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Und so fließt das eine aus dem anderen. Und als ich darüber nachgedacht habe, über diese Woche, die wir miteinander verbringen, liebe Geschwister aus dem Team jetzt hier, was zusammengekommen ist, aus vielen Hintergründen, aus vielen Gemeinden, aus vielen Ecken Deutschlands auch teilweise, seid ihr eine weite Reise angetreten.
Ja, dass wir hinhören auf das, was Jesus, was Gott uns offenbart über sich selbst. Dass wir ihn mehr kennenlernen. Und eine ganz spezielle Eigenschaft, eine spezielle Seite von Gott wollen wir kennenlernen in diesen Tagen, die uns hoffentlich inspiriert dazu, ihn mehr zu lieben und uns selbst inspiriert dazu, uns auszustrecken, ihm ähnlich zu werden und ihm zu dienen, indem wir den Menschen dienen, denen wir begegnen werden. Wir hatten früher in unserer Gemeinde, in unserem alten Saal drüben, hatten wir eine große Bartik hängen. Irgendwann haben die jüngeren Geschwister gesagt, ah, das ist so old style, 80er Jahre. Wir haben sie abgenommen. Ja, manche ältere Geschwister sagen, schade. Sie haben dran gehangen. Sie hängt in unserem Herzen. Ja, möge es so sein, Stefan. Möge es so sein. Möge es so sein. Und zwar nicht nur die Batik, sondern es geht ja um das, was sie aussagt, was da drin steckt. Und manchmal ist es ja so, wir hängen uns Dinge in unser Haus, wir hängen uns Bilder in unser Haus oder Sprüche, die uns an etwas erinnern. Und es ist manchmal gut, diese Erinnerung vor Augen zu haben. Was, worum ging diese Batik? Die Batik war der barmherzige Samariter. Und wisst ihr, ich finde es wichtig zu sehen, Jesus hat dieses Gleichnis, diese Geschichte erzählt. Und wir nehmen das oft, ja, Jesus will uns da was lehren durch diese Geschichte, na, was wir machen sollen. Es geht ja um die Nächstenliebe und so weiter. Und der Gesetzeslehrer fragt ja auch, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erklärt ihm das durch die Geschichte. Aber wisst ihr, in dieser Geschichte passiert etwas, was wir oft übersehen. Jesus erzählt ja diese Geschichte und erzählt von diesen drei Personen, die an diesem Menschen vorbeigehen, der da am Straßenrand halbtot liegt. Eine Szene, die wir möglicherweise, wenn wir jetzt rausgehen, die Woche mehrmals erleben werden. Und wenn Jesus dann davon spricht, wie diese drei Menschen, die da vorbeigehen, reagieren, dann erzählt er nicht nur von verschiedenen Menschentypen, sondern wenn es dann um den Samariter geht, ich bin davon überzeugt und wir werden das heute auch sehen, da spricht er von sich selbst. Und ich will gar nicht so tief in die Geschichte jetzt einsteigen, weil wir wollen eigentlich eine andere Geschichte uns ein bisschen genauer angucken. Ich will nur sozusagen, das soll nur der Einstieg sein. Da gehen drei Männer vorbei an diesem Mann, der unter die Räuber gefallen ist und halbtot da liegt. Und es steht bei den ersten beiden, bei dem Priester, bei dem Leviten, dass sie an den Ort kommen, dass sie diesen Menschen dort liegen sehen und dann die Straßenseite wechseln und vorbeigehen. Der Samariter aber, er kommt an diesen Ort, er sieht auch diesen Menschen, so wie die beiden anderen. Was unterscheidet ihn jetzt fundamental von den anderen beiden? Das steht in Lukas 10, Vers 33. Ihr müsst es nicht aufschlagen, aber ihr könnt es aufschlagen, wenn ihr wollt. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Das ist das Wort, worum es geht. Und dieses Wort ist ein sehr spezielles Wort. Es bedeutet im Original, im Griechischen, dass seine Eingeweide bewegt wurden. Sein Innerstes. Es schlug ihm auf den Magen, es ging ins Gedärm rein. Und das ist interessant, dass
ja, auch die neuere Medizin, na, viele Dinge sind noch gar nicht so richtig erforscht. Und wo sie viel forschen in den letzten Jahren, ist auch zum Beispiel unser Darmtrakt. Und wie sehr er verbunden ist mit unserer Seele. Wie viel seelische Dinge auch mit unserem Darm zu tun haben. Das weiß die Bibel schon. Es passiert etwas. Als er diese Situation sieht, passiert in seinem tiefsten Innern etwas und bewegt ihn. Und dann fließt alles andere, was er dann tut für diesen Menschen, das fließt aus dieser inneren Bewegung heraus, aus diesem, dass es in ihn hineingeht, in das tiefste Innerste. Und diesem wollen wir nachgehen. Das ist nämlich eine Eigenschaft, nicht einfach nur dessen, was die er hier allgemein einem Menschen zuordnet, sondern etwas, was wir dann sehen werden, was eine Eigenschaft Gottes ist. Wenn wir uns tiefer damit befassen, über die Woche, werden wir sehen, dass es, wir werden Gott darin mehr kennenlernen. Dass das eine Qualität Gottes ist. Lass uns jetzt mal aufschlagen, eine Geschichte, ihr werdet sicherlich überrascht sein. 1. Könige 3. Und diese Geschichte ist sicherlich vielen bekannt, die so aus dem christlichen Hintergrund kommen. Eine Geschichte, die gerne im Kindergottesdienst auch verwendet wird. Die man auf vielen Bildern gestaltet, kennt. Es ist die Geschichte, die eigentlich, ihr eigentliches Ziel, und das ist gar nicht so mein Fokus heute, da geht es darum, dass Gott dem König Salomo, dem jungen König Salomo, Weisheit gibt, Richter über Israel zu sein, übernatürliche Weisheit. Und diese Geschichte soll sozusagen das veranschaulichen. Der Schreiber des Königbuches schreibt diese Geschichte hinein, um zu veranschaulichen. Das war eine besondere Situation, wo alle erkannt haben, dass Salomo mit übernatürlicher Weisheit von Gott gesegnet wurde, um seinen Dienst in Israel zu tun. Aber ich möchte etwas anderes an dieser Geschichte deutlich machen, etwas, was mir irgendwie ja beim Nachdenken über diese ganze Thematik sehr irgendwie mich total angesprochen hat. Und lass uns da mal reingehen. Das ist 1. Könige 3, Vers 16. Damals kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Ja, selbst die Huren durften in Israel zum König gehen und dort Recht, nach Recht suchen, um das Recht ringen und nach Recht oder das Recht empfangen. In Gottes Volk ist es so. Die Geringen, die Großen, die am Rand stehen, die vielleicht ein Leben führen, was gar nicht in Gottes Sinne ist. Dennoch, sie haben Zugang zum Thron. Sie haben Zugang zu dem gerechten Richter. Sie dürfen auf Gerechtigkeit hoffen in ihrer Not. Sie haben diesen Rechtsstreit und sie kommen vor den König. Und die eine Frau sagte: Bitte, mein Herr, ich und diese Frau wohnen in ein und demselben Haus. Und ich habe bei ihr im Haus geboren. Und es geschah am dritten Tag, nachdem ich geboren hatte, gebar auch diese Frau. Und wir waren beieinander, kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. Gibt also keine Zeugen. Da starb der Sohn dieser Frau eines Nachts, weil sie sich auf ihn gelegt hatte. Sie aber stand mitten in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite weg, während deine Sklavin schlief, und legte ihn an ihren Busen, ihren toten Sohn aber legte sie an meinen Busen.
Als ich nun am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Am Morgen sah ich ihn mir genau an und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Da sagte die andere Frau, nein, sondern mein Sohn ist der Lebende und dein Sohn ist der Tote. Jene aber sagte, nein, sondern dein Sohn ist der Tote und mein Sohn ist der Lebende. So stritten sie vor dem König. Die eine behauptet, der Lebende ist mein Sohn, der Tote ist dein Sohn. Die andere behauptet, dein Sohn ist der Tote, meiner ist der Lebende. Kein Zeuge da. Wer hat nun recht? Da sagte der König, diese sagt, das hier ist mein Sohn, der Lebende, dein Sohn ist der Tote. Und jene sagt, nein, sondern dein Sohn ist der Tote und mein Sohn der Lebende. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Und der König sprach, zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile und gebt der einen die eine Hälfte und der anderen die andere Hälfte. Das ist ja Gerechtigkeit, ne? Beide bekommen dasselbe. Wie oft hast du als kleines Kind genau das gefordert? Ich will dasselbe haben, wie mein Bruder, meine Schwester. Das ist sonst ungerecht. Das ist so eine Sache mit der Gerechtigkeit, oder? In so einem Fall weiß man sich nicht anders zu helfen. Okay, gut, dann sollen beide das Kind bekommen. Aber beide können nicht das Kind bekommen. Na, dann schneiden wir es halb durch. In diesem Spruch steckt natürlich eine tiefe Weisheit. Es ist ein tiefer, weisheitlicher Schachzug Salomos. Er will der Sache auf den Grund gehen. Er will, dass offenbar wird, wer wirklich die Mutter dieses Kindes ist. Und da hat er diesen Einfall, den Gott ihm gegeben hat, der vom Himmel hineingefallen ist in ihn, diesen weisheitlichen Einfall. Ja, ich werde das prüfen. Ich werde es so machen, eine Situation kreieren, wo das offenbar wird, was im Herzen verborgen ist. Jetzt ist es verborgen, aber ich kreiere eine Situation, wo die Wahrheit ans Licht kommt. Und diese Situation ist furchtbar. Es ist eine furchtbare Situation. Eine furchtbare Prüfung für die wahre Mutter. Es ist eine furchtbare Prüfung. Der König kommt mit dem Schwert und sagt, so, wir schneiden das Kind jetzt durch. Was soll sie tun? Was soll diese Mutter jetzt tun? Und sie tut genau das, was Salomo auch erwartet hat, was er erhofft hat, dass nämlich genau das offenbar wird, was die Wahrheit ist. Dass nämlich sie dieses lebendige Kind in ihrem Mutterleib getragen hat. Es geht ihr in die Eingeweide, ja, in die Gebärmutter. Ich habe das mal hier so sehr, sehr mutig gepredigt. Ich weiß, dass so manche damit ihre Schwierigkeiten hatten und ich bitte auch um Vergebung, wenn ich da irgendwie übers Ziel hinausgeschossen bin. Aber ja, es hat aber was, dieses Wort im Hebräischen hat tatsächlich was damit zu tun. Das ist der Mutterleib. Und die Mütter sind hier, die können, die ein oder andere kann das vielleicht sogar viel, könnte das hier viel besser predigen als ich. Diese Verbindung. Ich habe dieses Kind in meinem Bauch getragen. Das, die Nabelschnur. Na, verbunden mit diesem Kind. Ich habe es geboren. Das können wir nicht nachvollziehen, die wir keine Mütter sind.
Es ging tief in sie hinein, der Schmerz ging tief hinein in sie. Ich will nicht, dass dieses Kind stirbt. Es muss einen Ausweg geben. Wie kann ich verhindern, dass dieses Kind jetzt stirbt, dass der König dieses Kind tötet? Wie kann ich das verhindern? Und sie kommt auf diesen Einfall, den nur diese Liebe, die so tief im Innern schlummert, auf die nur diese Liebe kommen kann. Ich gebe mein Kind her. Ich geb's ab. Ich geb's der Frau. Die so böse ist, die mir mein Kind genommen hat. Ja, sie war verzweifelt, diese Frau. Sie hat ihr Kind verloren, so furchtbar, so traurig. Ihr Kind ist gestorben. Sie selber hat es verursacht. Was für ein furchtbares Elend, was für ein furchtbares Drama, durch das diese Frau gegangen ist. Aber sie hat in ihrer Not, in ihrem Elend zu einem Mittel gegriffen, was noch viel schlimmer ist. Und das ist es oft, wenn wir die Leute da draußen auf der Straße sehen, die in dieser Drogensucht gefangen sind. Geschwister, die kommen oft aus einem tiefen Elend. Und manches Mal auch aus einem Elend, das sie gar nicht selbst verschuldet haben. Und doch ist es so, dass sie in ihrem Elend falsche Entscheidungen getroffen haben. Dass sie versucht haben, ihr Elend dadurch zu mildern, dadurch, dass sie zu Dingen Zuflucht genommen haben, die noch furchtbarer sind. Diese Frau, die das getan hat, sie ist wirklich, sie kann einem leid tun. Wir können Mitempfinden haben mit ihr. Und dennoch ist ihre Entscheidung, die sie getroffen hat, das lebendige Kind zu stehlen und das tote Kind der Mutter, ihr eigenes totes Kind der Mutter zu geben und die ganze Sache so darzustellen, dass das lebendige Kind ihres ist, ist eine furchtbare Lüge und richtet so viel Elend, so viel Schaden an. Und ist so böse am Ende. Die Mutter des lebendigen Kindes, sie entscheidet sich, ich gebe dieses Kind dieser bösen Frau. Sie wollte mir mein Kind wegnehmen. Und ich kann mein Kind doch nicht hergeben. Deswegen hat sie das Recht gesucht vor dem König Salomo. Und jetzt ist das Kind mit dem Tod bedroht. Und sie sagt, ich will, dass mein Kind lebt. Dann gibt es der bösen Mutter. Gebt ihr das, was sie wollte. Ich will ihr das geben. Ich gebe es hin. Hier steht in Vers 26, da sagte die Frau, deren Sohn der Lebende war, zum König, denn ihr Innerstes wurde erregt wegen ihres Sohnes. Und das ist dieser Ausdruck. Ihr Innerstes wurde bewegt. Sie liebte, weil das ihr Kind war, was sie getragen hat, was sie geboren hat, was sie gestillt hat. Sie liebte dieses Kind aus dem tiefsten Innersten. Und als sie sah, dass dieses Kind jetzt vom Tod bedroht ist, ist es in sie hineingegangen, in die tiefsten innersten Bereiche ihres Wesens, ihres Körpers. Und sie konnte nicht anders. Nein, das darf nicht sein. Sie sagte also, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es ja nicht.
Jener aber sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Ihr erinnerst es, ihr Kind war schon gestorben. Und ihr erinnerst es, war auch erstorben. Und so hatte sie kein Mitleid, kein Erbarmen in sich für dieses Kind. In der ganzen Sache des Kindertausches ging es ihr um sich selbst, ihren eigenen Verlust irgendwie zu kompensieren. Es ging ihr nicht um das Kind. Aber die Mutter, sie, ihr ging es um das Kind. Und in der höchsten Not sagt sie, dann gebt es der bösen Mutter. Ich gebe es hin, nur damit es lebt. Und ich nehme das tote Kind. Ich nehme den Tod. Ich gebe das Leben. Ich nehme den Tod. Und das war das Zeichen für Salomo. Das hat offenbar gemacht, was in den beiden Frauen ist. Und es hat offenbar gemacht, wie ihre Beziehung zu diesem Kind ist. Da antwortete der König und sprach, gebt der Ersten das lebende Kindchen und tötet es ja nicht. Seine Absicht war nicht, das Kind zu töten. Seine Absicht war, mit dieser Prüfung herauszufinden, dass das offenbar wird, was im Innersten verborgen ist. Wie gesagt, es ist nicht nur so, dass wir Gott nicht verstehen, dass wir Gott nicht erkennen. Nein, wir erkennen uns Menschen auch nicht. Wir können nicht sehen, was im Herzen des anderen verborgen ist. Wir sind untereinander auch verborgen voreinander. Es sei denn, wir offenbaren uns. Aber wir haben so unsere Probleme damit, uns zu offenbaren, oder? Und deswegen haben wir so viele Spielarten und Möglichkeiten entwickelt, dem anderen etwas vorzugaukeln. Manchmal gar nicht böswillig. Manchmal machen wir das einfach so aus unserer Not heraus, aus unserem Elend. Vielleicht glauben wir es sogar selber. Aber Gott hier sendet Weisheit vom Himmel für seinen König, für seinen Gesalbten, damit er die Dinge aufdeckt, die im Herzen verborgen sind von den Menschen. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Weisheit im Dienst aneinander, füreinander. Auch wenn wir dann rausgehen auf die Straße, wir brauchen diese Weisheit mit einem Wort, dass die Dinge, die verborgen sind, aufgedeckt werden, ins Licht kommen. Damit Heilung entstehen kann, müssen Dinge oft erstmal ins Licht kommen, gerade in der Sucht, oder? Müssen erstmal aufgedeckt werden. Aber in der Liebe, nicht um zu töten, nein, damit Leben gegeben wird. Damit wahres Leben kommen kann. Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte. Er sagt, tötet es ja nicht, sie ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, rechtes Gericht zu halten. Wie gesagt, das Ziel und der Sinn dieser Geschichte liegt natürlich sehr stark in dieser Sache, dass es um die Weisheit Gottes geht. Aber ich fand diese Frau so beeindruckend. Und ich finde es auch stark, wisst ihr, Gott identifiziert sich mit dieser Frau. Lass uns mal in Jesaja 49 gucken. Jesaja 49. Wir haben ja immer vor Augen, und das ist auch das, was sich durch die ganze Bibel zieht. Ja, Gott ist Vater. Gott ist unser Vater, will unser Vater sein. Er ist Vater. Warum? Weil er der Verantwortliche ist.
Der, der alles trägt, der alles führt und leitet. Aber Gott vergleicht sich auch mit einer Mutter. Ihm ist das Muttersein nicht fremd. Er kennt euch Mütter. Er ist euch bei weitem voraus in eurem Muttersein. Das sagt diese Stelle hier in Jesaja 49. Wir fangen in Vers 13 an. Juble du Himmel und jauchze du Erde und ihr Berge brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und über seine Elenden erbarmt er sich. Hier wieder dieses Wort, sich erbarmen, ist genau dieses Wort. Es bis in das Tiefste seines Innerstes hineinzulassen, dass die Not, das Elend und sich davon bewegen lassen. Zion sagt, verlassen hat mich der Herr. Der Herr hat mich vergessen. Aber der Prophet antwortet, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Das ist eine rhetorische Frage. Vergisst eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Doch natürlich tut sie das. Sie vergisst nicht ihr kleines Baby und sie erbarmt sich, wenn dieses kleine Kind schreit, wenn es in Not ist, wenn es, ja, natürlich erhebt die Mutter es auf seine Arme und trägt es und tröstet es und kümmert sich um das Baby. Wenn es Hunger hat, stillt es das Baby. Wenn es irgendwie einen Windelwechsel braucht, so einen Buchsenstopp. Na, Reifenwechsel. Es kümmert sich um sein Baby. So schwer oft auch für eine Mutter, oder? Na, wenn das Kind schreit und du findest nicht die Ursache. Und du hast dieses Baby auf dem Arm und du, na, irgendwie, es schreit und schreit, du findest nicht die Lösung, was soll ich machen? Windel gewechselt, versucht zu stillen, alles hilft nicht, Bäuerchen, alles, oh, ich weiß auch nicht, was das Kind hat. Es hat bestimmt irgendwie irgendwas im Magen quer liegen oder sonst irgendwas. Und du ringst die ganze Zeit darum, natürlich auch als Papa, ne? Aber die Mutter noch viel mehr. Na, was weiß ich, als wir diese kleinen Kinder hatten, ne? Und dann nachts fängt dieses Baby an zu schreien. Und ich so im Halbschlaf, irgendwas, so ist da, das Kind schreit. Und ich merke gar nicht, dass meine Frau schon längst aufgestanden ist und sich kümmert. Ja? Aber Gott fügt hinzu, ja, es gibt diese Ausnahmefälle, wir in unserer Sündhaftigkeit, in unserer Verdorbenheit, ja, selbst das natürliche, normale, wo wir sagen würden, das ist doch das Normale, das Natürliche, selbst das funktioniert nicht unter uns Menschen in unserer Sündhaftigkeit. Selbst da versagen Mütter. Ihnen fehlt diese Liebe, ihnen fehlt das. Sie haben es irgendwie nicht. Gott sagt, sollte selbst diese vergessen. Es könnte sein. Es könnte passieren. Ich werde dich niemals vergessen. Deswegen sage ich, Gott ist jeder Mutter hier voraus, in seiner Mutterliebe, wenn du so willst. Das ist Gott. Gott ist diese Mutter, die es nicht übers Herz bringt, dass dieses Kind jetzt getötet werden soll. Das Kind, was sie selbst geboren hat. Wisst ihr, und Gott ist der Schöpfer eines jeden von uns. Er hat jeden von uns geschaffen. Er liebt jeden von uns mit dieser tiefen, ja körperlich tiefen Liebe.
Johannes 3,16, ihr kennt diesen Vers. Viele von euch kennen diesen Vers sehr gut. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Worum geht es Gott? Es geht ihm darum, dass all diese Menschenkinder verloren sind. In der Finsternis. Sie sind des Todes. Und da ist sein Geliebter, sein geliebtes Kind, sein Ein und Alles. Und er sendet ihn und gibt ihn hin, übergibt ihm dem Tod, damit all die anderen Kinder zum Leben kommen. Das ist diese Liebe, die er zu uns hat. Er möchte nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden und das ewige Leben empfangen. Er möchte nicht, dass einer, der da halbtot auf der Straße liegt, stirbt und verloren geht, sondern er möchte, dass sie gerettet werden, dass sie Leben empfangen. Weil er sieht jeden einzelnen dieser Menschen so, wie eine Mutter ihr geborenes Kind. So ist unser Gott. So hat er sich uns offenbart hier durch die Propheten. Er hat ihnen diese Weisheit und diese Offenbarung geschenkt. Er selbst hat gesprochen. Er selbst spricht jetzt heute dieses Wort nochmal zu dir. Ich liebe dich mehr als deine Mutter dich liebt. Du bist mir so wertvoll, wertvoller. Dein Leben ist mir so wertvoll, dass du lebst, dass du heil und gesund und geborgen bist, nicht nur für diese Zeit, sondern in Ewigkeit. Das ist mir so viel, noch mehr, viel mehr wert, als dass es deiner Mutter wichtig ist. Du bist das Kind, was ich geboren habe, unter Schmerzen, dem ich unter Schmerzen ewiges Leben errungen habe. Und das ist es. Christus ist Mensch geworden. Er hat einen Körper gehabt. Diese Körperlichkeit des Erbarmens und der Liebe, er hat es angenommen. Er hat den Schmerz, den es bereitet zu lieben, angenommen, um uns zu lieben bis ans Ende. Damit wir in Ewigkeit geborene Kinder Gottes sind, geliebt und angenommen in Ewigkeit. Und wisst ihr, diesen Gott dürfen wir mehr und mehr kennenlernen. Er möchte uns mehr und mehr dieses Herz offenbaren, was er hat für uns, für dich persönlich, aber auch für den rechts und links neben dir und für den, der auf der Straße liegt. Wisst ihr, so, diese Liebe, wenn dich das heute anspricht, wenn du heute etwas aufgegangen ist vielleicht für dich, von der Liebe Gottes, etwas neu klar geworden ist, dann sei auch bereit, es anzunehmen. Du bist nicht das einzige Kind, was er liebt, so mit dieser unaussprechlich unfassbaren Liebe. Nein, es ist jeder Mensch, der links und rechts neben dir ist und der auf der Straße liegt, der im größten Elend ist, zu dem regt sich sein Innerstes am meisten. Ja, Jesus, ich will dich noch mehr kennenlernen, deine Liebe. Ich will, und dadurch werde ich dich noch mehr lieben. Und dann will ich auch dir nachfolgen. Ich will, dass dein Wesen in mir Gestalt gewinnt. Dass ich von dieser Liebe so angesteckt werde, dass sie selber in mir wirksam wird.
Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Offenbarung, dass du dich offenbarst, dass du dich zu erkennen gibst, dass du uns Einblicke gibst in dein Wesen, in deinen Charakter, in dein Herz. Du möchtest nicht, dass wir unwissend sind, dass wir unwissend bleiben. Du willst, dass wir dich erkennen. Und danke für dieses Wort, was uns einen Einblick gibt. Herr, es bleibt trotzdem für viele von uns dennoch immer noch so unverständlich, aber ich bitte dich, dass wir unsere Herzen öffnen für diese Liebe, die du zu uns hast, sodass unsere Herzen ja dadurch erfüllt werden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, die dann auch überfließt zu anderen. Amen.